Georg Strasser, ÖVP, ist an Bord. Die Veröffentlichung des Kriegsberichtes wurde immer wieder in den Medien das Bild der griechischen Tragödie rund um den Hypo-Skandal gezeichnet. Und ich möchte Ihnen meine Ausführungen auch in der Art aufbauen. Drei Akte, die sich im Übrigen decken mit den Phasen, die wir auch im Untersuchungsausschuss abgearbeitet haben. Und mit zweimal Pause und zweimal Hoffnung. Der erste Akt bis 2007, die Kärntner Zeit, gezeichnet, kriminelle Machenschaften, zahnlose Aufsicht, Landeshaftungen, das Risiko überbordend in der Bank, politische Einflussnahme und federführend die FPÖ. Dann die Bayernzeit. Und ich kann mich an Kulterer erinnern, wie er sagt, wie die Bayern sozusagen ins Boot geholt wurden, hatte er die Hoffnung, dass es mit der Bank besser wird und bergauf geht. Aber leider wieder im zweiten Akt die Bayernzeit, kriminelle Machenschaften, zahnlose Aufsicht, die Landeshaftungen steigen, Risiko überbordend, politische Einflussnahme und federführend die FPÖ. Und dann der dritte Akt. Die Notverstaatlichung, die Verstaatlichung, und ich muss an dieser Stelle wirklich festhalten, sie war wichtig und sie war richtig. Und im dritten Akt, dann als Hauptakteurin auch unsere Finanzministerin Maria Vekta, was waren dort die Charakteristika? Die Bank bleibt leider beratungs- und reformresistent. Es werden neue Geschäfte gemacht, die um keinen Deut besser sind als die alten Geschäfte, und die Kooperation mit der Eigentümerin der Republik Österreich und mit der Europäischen Union ist über weite Strecken mangelhaft. Was bleibt unterm Strich übrig? Und da bin ich dankbar für die Aussagen vom Kollegen Kogler, dass in den letzten Jahren schon sehr viel passiert ist. Nichtsdestotrotz wird es wichtig sein, in der Bankenaufsicht weitere Reformen auf den Weg zu bringen, auch bei den Staatskommissären und natürlich auch in der Zusammenarbeit der Banken mit den Wirtschaftsprüfern. In dem Sinn bedanke ich mich recht herzlich für die interessante und konstruktive Zusammenarbeit in diesen vielen Sitzungen und verbleibe mit dem Motto: So ein Skandal wie die Hypo darf nie wieder passieren. Dankeschön, alles Gute. Auch Georg Strasser von der ÖVP sieht die politische Verantwortung für die Hypo-Pleite bei der FPÖ. Die Notverstaatlichung der Bank verteidigt er hingegen als unumgänglich.